organisieren. Also, am 15. schreibe ich eine Klausur. Also hier kann ich doch, theoretisch kann ich. Frau Kampfer, würde ich sagen. Hast du gut für Punkt gesorgt. Ja, du pumpst dich immer zu Hause vorher auf, ne? Nö. Kennst du keinen von so, man sagt, Deutsche sind immer pünktlich, von wegen. Jedes Mal, jeden Tag, der lässt mich warten. Jedes Mal mit einem Argument, ach scheiße, ich habe meine Socken vergessen. Heute war es, ich habe meine Tasche vergessen. Aber naja, scheiß drauf. Hauptsache, der ist hier. Ja, wir sind heute früh hier, wir werden den Rücken zerstören. Und ja, heute wird bis 30 Grad. Deswegen haben wir gesagt, wir kommen ein bisschen früher. Und mein Partner, Ex-Partner, mit dem ich immer trainiert habe, kommt heute nach Deutschland. Dann werde ich auch abholen und so ein bisschen Videos drehen, weil wir werden danach direkt grillen. Aber erstmal ist heute Felix dran. Ja. Wo fangen wir an? Wir fangen jetzt erstmal ganz normal vorsichtig aufwärmen an. Zwei Sätze, auch wieder nehmen wir die Rotatoren mit rein. Und dann fangen wir klassisch mit Klimmzügen einfach an. Also. So, wer das Brustworkout-Video schon gesehen hat, ich bin ein Fan wirklich vom guten Aufwärmen, damit das Verletzungsrisiko niedriger ist. Wir haben hier auch wieder ganz normal unsere Rotatoren auf, mit den zwei Bewegungen, die ich schon mal gezeigt habe. Einfach weil wir die Schulter noch überall mit drinne haben und ich da immer einfach auf der sicheren Seite bin, weil die halt einfach gut aufgegangen ist. So, wir machen jetzt ganz normalen Aufwärmsatz mit dem Latzug. Gehen nachher ganz sogar an die Klimmzugstange. Hier kann ich vielleicht noch mal kurz was zur Technik sagen. Und zwar sieht man ganz oft die Leute, ja, genau, sich extrem nach hinten lehnen und dann quasi nach, ja, hinten ziehen. Ja? Genau. Wir wollen aber den Latissimus treffen. Das heißt, wir setzen uns, können uns ruhig leicht ein bisschen nach hinten legen. Brust raus, Latt, Schulter nach hinten, Latt unter Spannung. Dann ziehen wir mit den Ellenbogen. Genau. Das heißt, wir führen mit den Ellenbogen. Das heißt, wir müssen auch nicht hier unten diesen Teil machen, sondern wir ziehen so lange, wie der Latissimus das zulässt. Und so trifft man den einfach viel besser. Gerade recht, weil fast 70% der Leute machen das falsch. Aber naja, was soll man dazu sagen? Komm.
Komm. So, nächste Übung. Machen wir 4 Sätze und wechseln immer nach jedem Satz. Einfach die Position. Wir machen quasi eigentlich das Ganze mit Untergriff. Wir machen einfach mit ein bisschen weniger Gewicht aus der Position. Hier ist auch wieder Geschmackssache, ob man dann Schulter breit packt oder ein bisschen breiter. Enger würde ich nicht empfehlen, weil deine Bizeps viel zu viel belastet wird. Und konzentrieren wir uns darauf, dass die Brust raus ist und ziehen schön zur Brust, beziehungsweise so lange, bis der Latissimus das zulässt. Also bauen hier schön Spannung auf und schön Stretching. Bei dem nächsten Satz danach drehen wir uns um und klemmen uns ein. Das heißt, wir erhöhen auch nochmal gut um 10, 20 Kilogramm und machen mit ein bisschen mehr Power. Das heißt, nicht so auf Muscle Mind, sondern ein bisschen mehr auf Kraft. Liebe Mitglieder, nach dem Training ist vor dem Training. Bitte nicht das Gewicht wieder weg, wenn euer Workout beendet hat. Vielen Dank. Wie lang? Lernst du sehr schnell. Come.
Fast. Die nächste Übung. Neuer enges Ruder an der Langhantel. Hier haben wir extra die 10er genommen, weil ich sehe das ganz oft, die Leute nehmen 15er. Wenn man aber dann ranzieht an die Brust, hat man einen viel kleineren Bewegungsradius, weil das viel weiter von der Brust entfernt ist. Hier auch wieder Ausführung richtig, Ausführung geht vor Gewicht. Hier sieht man nicht immer die Leute, dass sie sehr, sehr aufrecht stehen. Aber je höher wir den Winkel zum Boden haben, desto anstrengender wird es. Ich kann noch was von dir lernen. Aua. Wisst ihr, wer das ist? Mein Coach. Genau, für die nächste Vorbereitung. Ja. Im November 2015, Landesmeister, Deutscher Meister, das ist unser Ziel, also sein Ziel. Und ich setze halt um. Genau. Entweder sterben oder Erster. Entweder sterben oder Erster, wir schaffen das. Also da hat auf jeden Fall Kinga vorbereitet, verlinke ihr Seite hier. Und die ist NRW-Meisterin geworden, deutsche Meisterin und letzte Woche WM, sechster Platz. War schon sechster Platz, genau. Und dann ihre erste Teilnahme. Ihre erste Teilnahme, also genauso wie ich. Direkt, allerdings bei mir ist es halt an der Deutsche gescheitert. Deswegen arbeiten wir jetzt dran, dass wir möglichst 77, 78 Trocken auf der Bühne stehen. Ja, die Vorbereitung muss ein bisschen besser laufen, bessere Vorform und dann auch, weil er ist immer top drauf. Die Form ist okay, aber gerade auch die letzten Tage.
besser laden, besser entwässern. Für mich ist immer ganz wichtig, dass der Athlet auf der Bühne richtig fit dasteht. Prall, die Haut dünn, aber richtig fit, richtig stabil auf der Bühne steht. Und nicht von lauter Entwässern platt und die Muskeln flach, sondern richtig muss also 77, 78 Kilo, schön prall und Mal, Haut ganz dünn. Letztes Mal hatte ich... Fit. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Gute Präsentation, Ausstrahlung und dann kann man die Bühne rocken. Ja. Das letzte Mal hatte ich wenig Zeit, deswegen habe ich auch viel Gewicht verloren. Ja, wenn man halt wenig Zeit hat, dann muss man halt... Diesmal fangen wir noch viel früher an mit der Vorbereitung, also mit der Einstellung. Die Diät ziemlich kurz halten, gute Vorform. Ja, genau. Deswegen haben wir... gut in den Wettkampf reinkommt und nach hinten raus immer noch Luft hat. Ja, manche machen 3 Monate Diät und dann sind nachher den letzten 14 Tagen die Luft raus. Ja. Das ist wie ein Marathon. Da muss man langsam anfangen und dann muss man am Ende noch Reserven haben und Kraft haben. Und dann eben stabil auf der Bühne zu stehen und wirklich auch sein Bestes zu geben. Die Performance abliefern. Dazu kommt auf jeden Fall noch ein komplettes Video, wie wir das halt das Ganze eingehen werden und ihr seid auf jeden Fall dabei. Jetzt pumpen wir weiter und sehen wir uns schon wieder. Ja, auch, das sah aber auch gut aus. Also, nächste Übung ist ein Supersatz. Hier machen wir einmal, also zweimal vorgebeugtes Rudern. Einmal mit dem Obergriff, einmal mit dem Untergriff. Hier bei dem Obergriff packen wir auch die Daumen nach oben, ja? So kriegen wir hier ein besseres Gefühl im Latissimus. Hier bei der Übung auch ganz wichtig, sich weit genug vorbeugen. Ja? Es bringt nichts, wenn wir uns aufrecht stellen und dann irgendwie ziehen. Das geht vielleicht in den Nacken, in die hintere Schulter, aber nicht in den Latissimus. So, nächste Übung. Wie gesagt, wieder Langhantelrudern mit Untergriff. Wir konzentrieren uns aber auf die positive Bewegung, also die konzentrische. Hier packen wir ein bisschen breiter als Schulterbreit. Und bevor wir überhaupt diese positive Bewegung ausführen, konzentrieren wir uns darauf, dass übertrieben Spannung im Oberkörper schon aufgebaut ist. Das heißt, Schulter nach hinten, Latissimus schon unter Spannung, unter Rücken unter der Spannung. Und dann machen wir einmal explosionsartig eine Wiederholung. Die Negative muss nicht extrem mitgenommen werden. Und wir können zwischen den Sätzen selber so lange pausieren, bis wir diese eine Wiederholung wieder packen. Liebe Mitglieder, nach dem Training ist vor dem Training. Bitte nehmt deshalb eure Handeln und Gewichte wieder weg, um euer Workout wieder zu machen. Komm. Komm mal. Bisschen mehr vorbeugen. Ja, schön aus den Ellbogen ziehen. Alles war? Ganz komischer Tag heute. Oder nicht? Komisch, oder? Spannung mal vorne in den Schulter, Schulter nach hinten, Rücken gerade und einmal ziehen. Boom. Und wieder absetzen. Spannung, boom.
noch drei Stück, komm. Eine. Gutes. Machen eine richtig gute Figur. Die Fatburner von YouTube werden jetzt gut für den Sommer mit den Pro-Evo-Caps für Männer und den Woman-Body-Caps für Frauen. Erreichst du deine Strandfigur 2015 noch schneller? Hier 19,90 Euro. Hier im Automaten und im Online-Shop. Komm. Beim Kreuzheben gehört natürlich auch zu Rücken dazu. Ich mache es zweimal, einmal beim Beintag, einmal beim Rückentag, aber mit einem anderen Fokus. Hier kann man auch wieder den Fokus, auch wenn man es nicht glaubt, auf den Latissimus ein bisschen legen. Das heißt nicht auf den unteren Rücken so extrem, wie man das einfach macht. Dann nehme ich auch wieder den Obergriff. Das heißt, ich baller auch wieder den kompletten Daumen rum. Pack wieder ein bisschen schulterbreit und dann geht es wirklich darum, wieder Spannung in der Schulter aufzubauen und die ganze Zeit auch zu halten. Hierbei gehen wir auch nicht komplett runter, sondern nur unter Kniehöhe. Halten die Schultern unter Spannung und raus. Bodybuilding. Boom. Richtig schön. Geil. Boom.
daran, beim Workout immer euer Handtuch dabei zu haben. Vielen Dank. Ist es nicht viel, aber wie gesagt, wir versuchen. In Deutschland kriegst du nicht gepackt. Genau. Scheiße. Nein, aber wie gesagt, wir versuchen auf jeden Fall alles sauber zu machen. Vor allem, wenn wir quasi mit dem Daumen auch noch zugreifen, ist es halt ein bisschen schwieriger. Man hat halt einen schlechteren Griff. Und wir sind im Endeffekt kein Powerlifter, sondern wirklich halt Bodybuilder. Wir versuchen auch so eine richtig starke Mind-Connection aufzubauen. Von daher ist es halt scheißegal, ob das jetzt 1,15er, 2,15er oder 3. Hauptsache sauber, und wir haben auf jeden Fall Fortschritte, ne? Wir sehen Fortschritte. Ja. Also die nächste Übung, die wir machen, ist die letzte Übung für Rücken. Das sind Überzüge am Seil. Die machen wir einfach am Ende, um nochmal ein schönes Stretching in den Latissimus reinzukriegen. Das heißt, umso wichtiger hier wieder auf die Muscle-Mind-Connection zu achten. Nicht viel Gewicht nehmen, sondern schön nach Gefühl arbeiten. Schön umstretchen, genau. Ja. Wechseln die Übung zwischen den zwei Übungen, einmal hier die Übung, einmal hier die Übung. Die erkläre ich jetzt kurz. Sieht man nicht auf, das ist quasi auch eine Variante der Überzüge, aber hier mit der Langhantel. Das heißt, ihr packt die unter den Rücken, auch wieder ein bisschen breiter als Schulterbreit, beziehungsweise Schulterbreit. Beugt euch vor, ja, und macht jetzt quasi mit gestreckten Armen für die Handel so hoch hinter den Rücken, wie es geht. Thank you.
Last Set. Versuch richtig schön Spannung im Rücken aufzubauen, ein bisschen mehr Hohlkreuz. Noch. Boom. Sehr schön. Komm. Wo ist denn Anabolic Lies? Schneller kommen, wenn ich zoomen soll? Nee, ist einfach so. Ja, okay. Ja. Schauen wir mal, wie viel ich verbrannt habe heute. Also bevor ich angefangen habe, lag ich bei 981 Kalorien. Null gegessen, also ich habe auf nüchternen Magen trainiert. Und jetzt schauen wir mal, wie viel nach dem Workout. Ja, 1527. Und wir haben noch 12 Uhr. Also ich denke mal, dass das auf jeden Fall heute klar geht. Gestern lag ich leider nur bei 2535. Mit Defizit von 723, dafür Dienstag, ja, 1354 Defizit und Montag war ich bei 3525 verbrannt. Ja. Das ist unser Robert, der strengste Studioleiter NRWs. Aber dafür ist sein Studio am saubersten und alles ist abgeräumt, aufgeräumt. Und die Mitglieder verstehen nicht, was ich dann auch erreichen möchte. Genau, richtig. So. Schulter ist noch dran, ne? Ja. Schauen wir mal wann. Vielleicht, ja. Ihr seid aber auf jeden Fall dabei.